Okay, dann machen wir mal, ich würde sagen, machen wir ein Endlos-Spiel und ich würde gerne tatsächlich mal auf schwer mal wieder probieren. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Oder wollt ihr voten? Wollt ihr voten für irgendeinen Schwierigkeitsgrad oder so? Oder machen wir einfach schwer? Weil haben wir auch ein bisschen Herausforderung, so, ne? Ach, das Intro, da musstest du gleich erstmal, ja, na, selbstverständlich. Eigentlich, ich würde so gerne den Gustav-Emoji hier bei Twitch verwenden, aber dürfen wir halt nicht, ne? So, bei mir steht, ja, stimmt, Moment, werde ich gerade nochmal ändern, Sekunde, hast ja recht, stimmt ja, wo war denn das nochmal? Notifications, bla bla, Moment, Musik ist sofort wieder da. Wo war denn das? Da ist es doch. So, Anno 1602, History Edition. So, flupp, haben wir. Wenn ihr jetzt F5 drückt, dann sollte es passen. Komm, wir machen schwer. Ich spiele wie immer rot. Welche Farbe soll euer Banner zieren? Und ich sehe da schon geile Inseln. Ja, da haben wir auch Wasser, das ist gut, also Flüsschen meine ich. Bauplatztechnisch ist die hier aber, glaube ich, ganz gut. Die holen wir uns gleich mal. Mit dem Cursor, tut mir mega leid, kann ich leider nicht ändern. Ich weiß ja nicht mehr, was an Spielen zur Abstimmung stand. Zur Abstimmung stand ursprünglich Euro Truck Simulator 2 auf jeden Fall. Minecraft, Anno, Endzone. Jetzt fällt mir nicht mehr ein. Und dann hat man nochmal neu abgestimmt zwischen Euro Truck Simulator, Anno und Minecraft, glaube ich. Meine ich, war's. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Und am Ende ist es dann erstmal Euro Truck Simulator geworden, weil Anno konnte man nicht machen. Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung. Oh, da ist aber jemand ganz eifrig hier, wa? Das ist wieder für eine Popsinsel, Argo. Hä? Ja, das wurde aber nicht, mein Freund. Eine Insel wurde besiedelt. Was macht ihr denn? Seid ihr dumm? Wir spielen auch schwer, Mann. Da könnt ihr... Ist ja unglaublich. Was besiedeln die denn hier bitte? Ihr könnt ja gerne übrigens nochmal im Discord kurz... Das kann ich auch selber machen, oder? Warte. Sekunde. Share. Discord. Warte. Was ist das denn? Hä? Verstehe ich nicht. Ihr habt ein eingeborenen Dorf entdeckt. Warte. Eingeborene finde ich immer gut. Sind wir schon da? Nee, ne? Doch, wir sind da. Oh, schnell gründen. Warte. Ah, ist eigentlich nicht so geil, dass sie hier sind, aber egal. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Warte. Ja. Was ist denn das für ein komisches... Hä? Warte. So. Nochmal ein bisschen schamlose Eigenwerbung gestartet. Der Share-Button hier von dem Streamlabs-Ding kannst du aber auch in die Tonne treten, ne? So, warte. Schalte ich hier wieder auf den Solar-View um. Okay, wir haben Eisenerz. Das ist schon mal ganz lecker. Wir haben Tabak, wir haben Zuckerrohr. Also perfekt. Hä, das ist super. Okay. Wir haben nicht viel Kohle zur Verfügung. Ich kaufe wie immer ein bisschen Werkzeug ein. Und ein bisschen Werkzeug holen wir schon mal rüber. Machen wir mal 20 Tonnen. Das muss reichen. Holz, Nahrung, let's go. Erstmal einen Weg. Dann machen wir hier gleich mal eine Fischerhütte. Erstmal eine, muss reichen. Und ein Holzfäller. So, was sehe ich da? David, ich grüße dich. Ahoi. 6 Monate an Bord. Vielen, vielen Dank. So, mit An- und Ausschalten mach ich ständig. Das passiert die ganze Zeit. So, du brauchst noch Wald.
Der Holzfäller heißt übrigens Waldemar. Und er versteht sein Handwerk. Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung gegründet. So, du bist da. Schade, da wollte ich nämlich eigentlich auch nochmal gucken. Arroi. So, guck mal da, weil da alles ankommt. Ich werde mal ganz kurz nochmal schnell einen Marktplatz hier hinklatschen. So, dann können wir nämlich die Einkaufsmenge nochmal erhöhen. So. Reicht rüber, meine Freunde, reicht rüber. Immer schön her mit dem Material. Ah, schön. Werkzeug. Du sitzt mal wieder vor der Einblendung. Was für eine Einblendung? Ach, hier unten meinst du, links unten? Nee, hä? Ich kann mir auch auf die andere Seite packen. Was? Alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Entschuldigung. So, und dann werden wir gleich nochmal Holz krallen und wie immer gucken, ob wir Gold finden. Der Klassiker, ne? Ihr wisst, wie es läuft. So, in der Zwischenzeit werden wir hier schon mal weiteres Holz generieren. Ich baue auch nochmal einen zweiten Holzfäller. Sag mal, würdest du mal bitte deinen Arsch darüber schwingen? Geht doch. So, zweiter Holzfäller. Eins, zwei, der Holzfäller. Der muss auf die Höhe. Dann machen wir den da hin. So, der hat auch gleich ein bisschen Wald, den er abroden kann. Da freut er sich bestimmt. Warte mal. Ja, der soll erstmal den einen Baum da mitnehmen. Ich beschleunige mal ganz kurz. So, hol dir den Baum. Hol dir den Baum. Hol dir den Baum. Hol dir den Baum. Warum holt der die dann von da hinten und ich den direkt... Hä? Was bist du für einer? Jetzt mir auch egal. Und fähiger Typ. So. Wenn jemand Follower... Ach so, oh, Entschuldigung. Entschuldigung, das muss ich noch ändern. Ich baue meistens 4 Holzfäller am Anfang. Okay, 4 ist schon, das ist schon eine Ansage. So, uns interessiert nur, wo das Gold steckt. Wenn irgendwo welches steckt. Nein, erkundet. Hier zum Beispiel nicht. Da ist nur ein Hubbel. Ihr wisst Bescheid, ne? Wenn irgendwo auf der Konkurrenteninsel das Gold ist, dann, ne? Ihr wisst, wie es läuft. 1 Million Einwohner bei Anno 1800. Nice. Anno 1800 habe ich bisher halt kaum gespielt. Ach, das ist unsere Insel, ich Volldepp. Dann gehen wir mal hier hin. La 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 la. Ah, die Musik ist immer wieder herrlich, ne? Von Anno 1602, ich liebe es einfach. So, was haben wir hier Schönes? Sag mal an. Eisenerz, ja. Kein Gold. Hat reiche Eisenerz. Ja, das ist okay. Da haben wir nur eine Popelinsel. Setzt neuen Koks. Auf dieser Insel wächst Gras, Koks und Wasser. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, ja, ist okay, ja. Okay. Kein Gold. Ich suche das Gold. Okay, so, wir können hier schon mal nebenbei ein bisschen Wohnhäuser und so. Wir haben begrenzten Platz, das müssen wir im Auge behalten. Das heißt, wir bauen auch entsprechend ein wenig platzsparender. So, das reicht. Mehr Einwohner gibt es nicht. Machen wir hier mal einmal so einen Schlauch. Da drehen wir schon mal hoch, damit wir die 7 Goldmünzen direkt aus den Rippen pressen können. Wo ist unser Schiff? Ja, wo ist unser Schiff? Da. Hä? Achso, da hatten wir noch nicht. Die Ressourcen dieser Insel sind... Okay, alles klar. Der weiß schon mal, ne? Da ist, ne? Und so. Leider kann ich heute nicht bis Ende bleiben, weil Saufi geht weiter. Immer dieses Gesaufe. Faultier, ich grüße dich. Ahoi, schön, dass du da bist. Wir machen heute auch nicht so lang. Ne, ihr habt es vielleicht gesehen, ich sage es nochmal für die Neuen, die da sind, im Streamtitel steht der Green Stream, das heißt, dieser Stream heute ist solarbetrieben, rein solarbetrieben, ein sehr, sehr grüner Stream. Die Ressourcen dieser Insel sind oh, schön. Okay, dann war es auch hier. Ja, ist gut, wir haben es verstanden. Und dementsprechend, ne, irgendwann wird sich die Solarbatterie dem Ende nähern, weil die Sonne ist mittlerweile ja weg. Yo ho, and the pirates life for me.
So viel Saft ist auch nicht mehr drin, ne? Also wir machen wahrscheinlich bis maximal 22 Uhr, ne? Aber falls vorher irgendwie dann der Speicher sagt, du reichst dann, dann müssen wir eh breaken. Die Ressourcen dieser Insel sind nochmal Eisenerz, mehr werden wir da nicht finden. Also wenn der da, ne, mit dem, wenn das das einzige Goldvorkommen von dem ist, oder das einzige Goldvorkommen auf der Karte, dann weißt du Bescheid. So, keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber ich war es nicht. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Ahoi. Ich hab hier Glasperlen für euch. Erkundet. So, kein Gold. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Warte mal, machen wir erstmal die Insel hier. Setzt neuen Kurs. Setzt neuen Kurs. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kein Gold. Neuen Kurs. Was hat die Batterie? 280 Amperestunden hat die Batterie. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel bietet Erz. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Jawohl! Die Insel bietet Erz. Ja, hier hat die Sonne tatsächlich auch einen ganzen Tag sehr kräftig geschienen. Muss ich dir recht geben. So, hier setzen wir auf jeden Fall schon mal unseren Otto hin. Aber wir gucken gleich noch weiter. Wir haben dum, einen geborenen Dorf entdeckt. Die Ressourcen dum, dieser dum, Insel gut, sind haben wir genug gesehen. Es gibt Erz auf dieser, Insel. Der klingt immer so ein bisschen wie der Herr, der vor die ungefähr Ressourcen 60, 70 Insel Jahren sehr viel Scheiße veranstaltet hat. Es gibt Erz auf dieser Insel. Entschuldigung. So, nächstes Stream dann 12 Stunden. Oh Gott. Willst du mich umbringen? Ja. So, ich glaube, wir haben dann noch alle Inseln soweit erstmal erkundet, die relevant sind. Also die mit Bergen drauf. Die Ressourcen dieser eine gewisse anführende Person, genau. Okay, ein Goldvorkommen haben wir gefunden, welches wir uns direkt unter den Nagel gerissen haben. Und ein Goldvorkommen gibt es noch, was wir uns noch unter den Nagel reißen müssen. Oh, Werkzeug ist voll. Nein, den Händler können wir nicht mehr abpassen. Schade. Egal, wir haben sowieso, glaube ich, genug Werkzeug. Halt. So. Das wird uns nämlich sonst zu teuer langsam. Okay, dann machen wir erstmal noch ein paar Hütchen, damit wir ein bisschen Los Monetos generieren können. So, ja, mit 280 Amperestunden kannst du auf jeden Fall schon einiges bewerkstelligen. Das Ding ist auch schwer, ey. Die Batterie hier hochzuschleppen. Lisa und ich hatten sehr viel Spaß. 60 Kilo. So. Ja, ja, den 24-Stunden-Stream, ich erinnere mich. So, das war's erstmal wieder. Wo bin ich? Wo bin ich und wo bin du? Wo bin die Wappe? Ich würde auch relativ schnell tatsächlich Richtung Militär gehen wollen. Unüblicherweise, weil es gibt da ein Goldvorkommen, was wir uns unter den Nagel reißen müssen. Nagel reißen. So, warte mal. Du, das gehört noch zu deinem Gebiet dazu, glaube ich. Oder? Ja, okay. Dann müssen wir dich ein bisschen weiter abseits. Hier, dann machen wir nämlich noch einen dritten Holzfäller und dann sollte, glaube ich, reichen erstmal. Machen wir wahrscheinlich später eh wieder eine Holzinsel oder so. So, mach du auch mal was, du faules Stück. So. Wir haben jetzt 29 Pioniere. Ein Pionierhaus hat, warte mal, wir haben jetzt, ach, wir haben 16 Häuser. 16 mal 6 sind 80, sind 86. Richtig? 16 mal 6 sind, glaube ich, 86, ne? 86 Siedler, das ist ein bisschen wenig. Ein bisschen was sollte man noch drauflegen. Okay, so, jetzt haben wir 24 mal 6 sind 20, ich habe mich verrechnet, oder? 17 Häuser, um alle Aufstiegsrechte freizuschalten. Ich vergesse, hallo? Du siehst doch hier, da ist eine Fischerhütte. Natürlich, ich habe schon längst die Kontrolle über mein Leben verloren. 16,6.
Okay, na dann müsst ihr jetzt reichen. Dann haben wir jetzt ja genug. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Wolle. So. Machen wir da mal ein bisschen Platz. Ah, die Schafdinger, die fressen immer so viel Platz, ne? Ich mach's mal so ausnahmsweise. Müsste reichen. Gucken wir mal. Dem klaue ich auch noch ein bisschen Platz. Da packen wir jetzt das Ding hin und dann soll das eigentlich hinhauen. Das sind viel zu wenige Fischerhütten. Okay, warte. Ich verliere noch ein bisschen mehr Kontrolle über mein Leben. Okay. Geschafft. War aber ein bisschen geil, muss ich zugeben. Ich glaube, für Anno 1602 gab es auch noch so einen Rechner, ne? Zum Durchkalkulieren. Dann brauchen wir noch die Kirche. Ich mache mal erstmal hier Aufstiegsrechte weg. Eine Kapelle. Machen wir mal. Ich glaube, das sollte gut passen, wenn wir die da in die Mitte packen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Der Kaspar kommt nochmal vorbei. Wir sind gerade ein bisschen im Plus, das ist gut. Wir haben noch ein bisschen Werkzeug am Start, das ist auch gut. Der ist lecker. Wunderbar. Okay. Dann müsste langsam auch der erste Stoff anrollen. Da haben wir ihn schon. Sehr schön. Alle Bedürfnisse sind befriedigt. Das kann nicht jeder von uns behaupten. Okay. Nahrungstechnisch sind... Ja, da geht noch was. Ich baue sonst nochmal eine weitere Fischerhütte, um noch weiter die Kontrolle über mein Leben zu verlieren. Wie sieht es bei dir aus? Du warst der mit dem Gold? Nee, du warst nicht der mit dem Gold. Du warst der mit dem Gold. Der hat schon Siedler. Ich würde halt relativ schnell hier anzapfen wollen. Ne? Eisen und so. Und dann basteln wir uns gleich die erste Army und der Weiße ist der Erste, der dann... Und so, ne? So. Ja, ich glaube, wir können freigeben, denke ich mal. Ja, das passt so. Let's go! Baut, meine Kinder, baut! Ich befriedige grundsätzlich gerne. Das ist das korrekt. So, mit Alk können wir auch dann schon bald anfangen. Aber erstmal sollen die Leute hier ein bisschen basteln. Wir spielen jetzt die Siedler übrigens gerade. Vorher war es die Pioniere, jetzt ist es die Siedler. So, hier kann ich im Vergleich zu Euro Truck Simulator auch mal nebenbei entspannt schnell nochmal hier ein bisschen was heben, ne? Oh, das schmeckt gut, sag ich dir. Oh, ist ein guter Jahrgang. Ja, ist schon ganz lecker. So, wie sieht's aus? Noch nicht so viel Neues. Eine Feuerwache können wir bauen. Steinbruch. Ja, Steinbruch wäre eigentlich auch nochmal sinnvoll. La, 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 la. Da ist der Steinbruch. Hals- und Beinbruch. So. Aber Schafhütten verlieren immer mehr von ihrem Gebiet. Ach komm, die brauchen nicht so viel. Sollte man nicht so anstellen. So, Steine werden generiert. Sehr schön. Oh, wir brauchen Werkzeug. Werkzeug. Jetzt haben... Ne, okay, die haben schon die Siedler in der Anno-Edition. Genau. Jetzt haben sie schon Bedürfnisse nach Stoffen, die... Ah, jetzt können wir. Gut, wir hatten hier Zuckerrohr. Können wir schon mal eine kleine Produktion eigentlich anstoßen. Wenn wir genügend Material haben, aber ich denke mal schon. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Ja, ja, nur hab dich mal nicht so. Eure Stadt wächst und gedeiht. So, machen wir mal zwei davon. La, 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 la. So. Und ich klaue den beiden auch noch jeweils ein Feld. Dann kommt der hier nämlich in die Mitte. Und dann machen wir das hier irgendwie noch so. Und der kommt da ran. Theoretisch könnten wir uns mit denen hier noch connecten von wegen Tabakwaren, aber... Ich glaube, wir kaufen noch mal ein bisschen Werkzeug ein, nicht viel. Wir müssen ja auf unseren Kontostand achten. Wenn wir überhaupt noch welches kriegen, das wird sich rausstellen. Können wir denn schon Erzmine? Nee, 120 Siedler waren das, glaube ich, ne? Oder 90, oder ich weiß es nicht mehr genau.
Kontor 2 können wir bauen. Ja. 180, komm, machen wir. Haben wir ein bisschen mehr Lagerkapazität.